Herzlich willkommen, grüß euch! Mein Name ist Helmut Schleichtig, Fleischermeister aus dem 2. Wiener Gemeindebezirk. Wir stehen hier direkt vor meiner Fleischhauerei, dem Dackelblut. Das Dackelblut ist ein führendes Unternehmen seit 1862. Führend in Sachen Hundefleischzubereitung. Vor allem unsere Dackelfleischgerichte erfreuen sich unglaublicher Beliebtheit. Wir haben als lokulische Spezialität hier schon seit immer die heiße Dackelwurst, den Hot-Dackel und jetzt neu seit 3 Wochen den Döner-Dackel. Den Döner-Dackel können Sie sich für 3,60 Euro in die Goschen schieben bei mir in der Fleischerei. Schauen wir gleich mal rein in die Fleischerei, wo sich nationale und auch internationale Kundschaft herumtreiben. Hallo, bonjour. Ich arbeite in die französische Botschaft in Vienne. Und wie alle Franzosen esse ich ausschließlich Dinge, die ein Gesicht hatten. Also kein Obst, kein Gemüse, nur Fleisch und da vor allem Hund. Hund ist wunderbar, vor allem die Dackel. Da ist mir aber wichtig, dass die Dackel ist eine freilaufende, glückliche Dackel. Und deswegen gehe ich hier in die Très Jolie Charcuterie Dackelblut, wo der Fleischhauer Helmut Schleichtig garantiert für Bio-Dackel. In Zeiten der schlechten Finanzkrise bietet der Dackel eine willkommene Erleichterung für den gepeinigten Geldbeutel. So kosten bei mir im Dackelblut 5 Kilo Dackelfaschiertes lediglich 70 Cent. Da sind aber die Augen, die Ohren, die Krallen und die Nase schon entfernt als besonderer Service. Durch die Schlachtung und Verarbeitung von 80.000 Dackel in der Woche habe ich es geschafft, den 2. Wiener Gemeindebezirk praktisch Hundstrümmerl frei zu halten. Denn merken Sie sich eines, nur ein toter Dackel kann nicht scheißen. Guter Mann, eine schicke Metzgerei haben Sie da. Ihr kennt hier einen Dackel, aber zum Mitnehmen haben Sie einen Sackel für einen Dackel? Selbstverständlich, ganz ein frischer. Danke. Ich glaube nicht, der lebt doch noch. Der ist erst angeschlachtet. Wann sind Sie aus, bitte sofort ins heiße Wasser schmeißen. An Gurden. Meine zweite Leidenschaft neben dem Dackelschlachten ist das Kabarett. Deswegen haben wir alle unsere Dackel, die in der Schlachtmaschine landen werden, nach Kabaristen benannt. Da im Arm habe ich zum Beispiel den Dorfer. Das ist ein ganz ein lieber, der Dorfer. Der wird gleich als Räucherdackel in 10 Minuten schon im Räucherkammerl hängen, ne? Der Hader ist schon seit vorgestern im Wurstkessel. Leider haben wir den Bäuer nicht verwenden dürfen, weil der Tierarzt festgestellt hat, dass er BSE hat, ne? Aber bitte, das hat mit Tierquälerei nichts zu tun, weil die Hunde machen das gern. Geh, Dorfer? Ja. Raffi, sag, geh erst gescheißen.